Fix, Stern und Stiftung. Glückliche Kinder in glücklichen Familien, Arten, Reichtum und Blütenmeer. Eine Cornell-Kirsche. Die habe ich geschenkt bekommen für unsere Benjeshecke, für vorne dran zu pflanzen. Heute ist der 23. November 2020. Jetzt werde ich die Cornell-Kirsche einpflanzen. Hier. Schaut mal, was ich gerade gefunden habe beim Ausbuddeln für das Pflanzloch für die Cornell-Kirsche. Eine wilde Möhre. Jetzt wisst ihr auch, warum das Möhre heißt. Seht ihr die kleine Wurzel? Ähnelt schon sehr einer Möhre. So sieht die dann oben aus. So, und weiter geht's. Wenn hier so Wurzeln vorstehen, die schneide ich ab mit meiner Zange. Und jetzt ist es auch, glaube ich, bald tief genug. Ich habe das mit dem Vierzack aufgelockert. Hole jetzt das einfach raus hier. Hier sieht man noch mal einen Klee. So aus. Ist schon mal interessant, die Pflanzen mit Wurzel zu sehen. So. Jetzt kommt das Bäumchen da rein. So, ich habe jetzt das Bäumchen aus seinem Netz gepackt, das ist ganz wichtig. Dann habe ich hier diesen einen Bambusstab noch ein bisschen in die Erde gedrückt. Die Wurzeln habe ich hier etwas verteilt und jetzt hole ich Wasser und gieße es etwas an. Ja, das kann ruhig schön schwimmen. Dann können sich die Wurzeln verteilen. Das Wasser war natürlich jetzt vorgewärmt, in Anführungszeichen. Das stand jetzt schon draußen die ganze Zeit. Werde ich auch noch unsere Frühlingsblumenzwiebeln zum Teil mit da reingeben. Die gehören mir und der Karen und die werden wir hier dann verteilen, auch in unsere Blumenkästen. Ihr Lieben, hier bin ich an der Cornell-Kirsche, die habe ich mir schon so lange gewünscht. Und jetzt mache ich mit den Händen die Erde da drauf. So, hier, dann mache ich das jetzt mit der Hand. Und dann kommt auch gleich noch die kleine Knolle da rein. Ihr wisst schon, hier die... ich sehe gerade nicht mehr. Oh, ich hoffe, ich habe sie jetzt nicht verloren. Die finde ich jetzt gerade nicht. So, die wilde Möhre. So, da kommen jetzt noch ein paar Krokusse, Wildtulpen,
Kugellauch und solche Sachen hin. Die habe ich schon ausgepackt, habe ich euch ja eben gezeigt. Die stecke ich jetzt da rein und dann wird alles schön mit Laub abgedeckt. Wie aussieht meine Kornelkirsche. Wie wäre unsere Kornelkirsche. Und das sind die, die ich jetzt noch einsetze. Hier seht ihr nochmal die wilde Möhre. Das sind Kugellauch, Krokusse, kleine Tulpen und noch irgendwas. Habe ich jetzt vergessen was. Jetzt sind die Krokusse und Lauch und was auch immer und Tülpchen da drin. Und jetzt gieße ich über das Laub nochmal alles schön ein, ja, alles schön wässern. Da können ruhig 10 Liter Wasser drauf gehen. So, jetzt ist sie gepflanzt. Schaut mal hier, hier ist sogar noch ein kleines Blatt von der Kornelkirsche. Ach, jetzt geht das nicht scharf, doch jetzt, schaut mal, das ist sie. Fixstern und Stiftung. Glückliche Kinder in glücklichen Familien, Artenreichtum und Blütenmeer.